In der kirgisischen Hauptstadt Bischkek trafen sich die politischen Führungskräfte der GUS-Staaten und hier kam es zum direkten Aufeinandertreffen Putins mit einem offiziellen Vertreter der Ukraine, wo insbesondere bezüglich der Krim die Meinungen hart aufeinanderprallten. Der ukrainische Vertreter Nikolai Doroschenko hatte zunächst bemängelt, dass Russland den Vorsitz über die GUS nun turnusgemäß übernehmen soll, da es in seinem Land internationales Recht verletze, indem es ukrainisches Territorium, gemeint ist die Krim, besetzt halte und den Donbass-Konflikt militärisch aufrechterhalte. Bezüglich einer geplanten Volkszählung einer GUS-Staaten 2020 fügte er hinzu, dass russische Ergebnisse, die die Krim beinhalten, für ihn wertlos seien. Putin antwortete auf diesen Angriff wie folgt. Zum einen möchte ich sagen, dass Russland nicht annektiert hat. Alles, was auf der Krim passierte, ist Resultat rechtswidriger Handlungen gewisser politischer Kräfte in der Ukraine, die einen Staatsstreich möglich gemacht haben. Die Krim trat Russland bei als Folge des Willens der Menschen, die in diesem Gebiet leben. Dies geschah in voller Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen, mit einschlägigen Gerichtsentscheidungen zu ähnlichen Fragen und der Praxis des Internationalen UN-Gerichtshofs. Das zum Ersten. Zum Zweiten, dem russischen Vorsitz. Die Ukraine hat die Statuten der GUS weder unterzeichnet noch ratifiziert. So kann sie daher kaum beanspruchen, hier organisatorische Vorschläge zu machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Übersetzung erfolgte nach dem Originalmanuskript des Kreml mit Unterstützung der Sprachschulen Liden und Dance, wo ihr in Moskau und St. Petersburg Russisch lernen könnt. Unter dem Link findet ihr ein weiteres Video, wo es auch um die Krim geht und die unterschiedlichen Meinungen dazu unter Russlands Oppositionellen. Abonniert unseren Channel, um keine wichtigen News direkt aus Russland zu verpassen.